von Brass mit Stosic und ja, da sieht man die Berührung und der Elfmeter ein klarer, zurechtgegeben von Altmann. Und Adamo sorgt für das 2:1, 39. Minute. Der Top-Torschütze der Lieferinger schreibt an, 11. Saisontor, souverän verwandelt, sagt man immer im Nachhinein. Allzu gut geschossen war jetzt auch nicht. Flach. Zumindest halb rechts. Zumindest der hart geschossen, dieser Elfmeter. Und plötzlich führt Liefering wieder, nachdem Innsbruck wirklich eine starke Phase gehabt hat. Schöner Ball und da ist das 3:1. Beinahe aus dem Nichts fällt dieser Treffer und das war ein herrlicher, wenn wir uns den jetzt noch einmal anschauen in der Zeitlupe. Adamu mit dem Doppelpack. Zuerst per Elfmeter in der 39. Minute. Jetzt legt er dieses Traumtor nach. Und da darf er sich auch bedanken bei seinem Vorlagengeber. Und das ist Innenverteidiger David Affengruber. David Affengruber. Und wieder Chaba Bukta. Bukta gegen Saravania lädt zum Tanz. Ah, guter Hack nach außen, gute Reingabe. Pelko ist dran. Und Adamo mit dem 3:0. Und apropos Deckel, da ist er drauf. Nächster Joker-Treffer. Tja, wird sich wohl gedacht haben, wenn Adeyemi sein neuntes macht, dann mache ich es auch. Chukwuike Adamo mit viel Übersicht wird hier freigespielt, nachdem sich Pelko ein bisschen verirrt hat im eigenen Strafraum. Liefering 3, Klagenfurt 0. Hui, wer hätte das gedacht vor der Partie? Jetzt noch ein Wechsel. Nach dem 1:0 von Blau-Weiß ist offensiv eigentlich kaum noch etwas gekommen. Adeyemi, viel Platz für Adamu, die Riesenchance. Und das ist das 2:1 für den FC Liefering. Aber warum erhöhen wir da voran? Adamu gleich selbst. Der Gefaulte könnte also gleich den Doppelpack schnüren und damit seinen 8. Treffer in dieser Saison machen. Und den macht er auch. 9. Spiel, 8. Tor. Ich wiederhole es nochmal. Der ist 18 Jahre jung. Kontakt.
La sua partita non è stata, va detto anche questo, una partita troppo complicata da gestire, da arbitrare. Forse l'unica pecca rimane, attenzione qui, intanto Adamu prova a piazzarla e arriva la manita del Salisburg, la firma di Chicu Buike. Adamu in campo da meno di due minuti, lascia la griffa, 5-1 Salisburgo, davvero pesantissimo il passivo per quanto riguarda il Napoli. Qui trova l'angolo giusto, di testa la piazza. Thank you.
So, und da haben wir einen Torwartfehler. Und da schaut er natürlich nicht gut aus. Eiskalt ausgenutzt. Und Adamo stellt hier auf 3 zu 0. Und ja, was denkt er sich da? Was passiert da? Es war auch nichts am Rasen zu erkennen. Untypischer Fehler für einen Torwart, Zizan. Ja, es kommt vor. Kommt vor, wenn dann der Stürmer auf einen zurauscht. Und Adamu nutzt das aus aufs leere Tor. Und Peter! Bei Jung! Bei, jetzt voll konzentriert! Acht sofort! Komm! Wir sind nur für den FC Ukraine auf dem Weg.